Die Corona-Krise macht vor nichts und niemandem Halt. Auch die Kirche ist stark betroffen. Gotteshäuser bleiben leer, Messen fallen aus und das, obwohl der höchste christliche Feiertag vor der Türe steht. Wir sprechen heute im Videocall mit dem Pfarrer von Schwadorf, Richard Kager. Ja, hallo. Danke für die Einladung zu diesem Gespräch heute, zu der Möglichkeit, heute auch den Leuten ein paar Sachen zu sagen, ein wenig auch einen Einblick zu geben, wie es mir geht, wie es so in diesen Wochen und Tagen dieser Krise läuft. Wir freuen uns sehr, dass Sie heute hier sind. Starten wir vielleicht gleich. Wie nimmt denn die Kirche die momentane Situation, die Krise wahr? Wie ist denn das für Sie? Zum einen müssen wir Priester auf öffentliche Gottesdienste mit unseren Gläubigen verzichten. So schützen wir unsere Mitmenschen vor der Ansteckung, besonders die älteren und gefährdeten Personen. Zum anderen habe ich in meinem bisherigen Leben, sage ich jetzt einmal, noch nie so viel telefoniert, E-Mails, WhatsApp geschrieben und beantwortet wie in den letzten Wochen. Ich versuche so, trotz physischem Abstand, den Menschen weiterhin nahe zu sein und sie auch auf diese Weise, so gut es halt auf diese Weise geht, zu begleiten. Sie haben es gerade eben schon angesprochen, Kirchen müssen leer bleiben, Messen fallen aus, die Gläubigen sind von der Sonntagspflicht entbunden. Wie geht man denn am besten mit der Situation um, beziehungsweise gibt es denn Alternativen? Naja, zum einen ist es so, ich muss das vielleicht ein bisschen differenzieren, wenn wir in der Kirche nicht zusammenkommen können, um miteinander die Heilige Messe zu feiern, so sind unsere Kirchen dennoch tagsüber offen. Jeder und jede kann vorbeikommen, eine Kerze anzünden, beten, freilich eben unter der Beachtung der vorgeschriebenen Maßnahmen, was die Anzahl der Personen betrifft, die zeitgleich im Kirchenraum sein dürfen, sowie auch den Abstand voneinander. Und es gibt natürlich auch, Gott sei Dank, Alternativen. Und diese Alternativen, die würde ich gerne unter dem Stichwort Hauskirche zusammenfassen. Was ist damit gemeint? So wie schon vor 2000 Jahren am Beginn des Christentums, so können und so sollen wir uns jetzt daheim in der Familie zum Beten und Gottesdienst feiern versammeln, zusammensetzen. Viele von uns sind das wahrscheinlich nicht so gewohnt, im kleinen Kreis miteinander zu beten, auch über unseren Glauben zu sprechen, gemeinsam in der Bibel zu lesen. Aber so hat unsere kirchliche Gemeinschaft begonnen, lange bevor es die wunderschönen Kirchengebäude gab. Also ich sehe in dieser Krise für uns Christen gerade auch hier die Chance, diese Hauskirchengemeinschaft wieder neu zu beleben. Es gibt dort auch viele Materialien, wie man das tun kann. Die sind auf der Website unserer Diözese veröffentlicht. Das sind wunderbar gestaltete Gottesdienste, insbesondere auch Gottesdienste für Familien mit Kindern. Und ich versuche da eben über E-Mail, über WhatsApp, meine Pfarrleute, so gut es eben da geht, auf diese Angebote aufmerksam zu machen und sie damit zu versorgen und dabei auch zu unterstützen. Ja, ich habe auch darüber hinaus einen Osterbrief geschrieben und mit Informationen austeilen lassen, wie man diese Tage daheim feiern kann. Bei der Gelegenheit sage ich ein herzliches Dankeschön allen, die da mitgeholfen haben, die Osterbriefe an alle Haushalte zu verteilen. Einerseits hier in Schwadorf, andererseits auch in Rauchenwart, die zweite Gemeinde, wo ich momentan unmittelbarer eben tätig bin. Ja, dieser Osterbrief sowie die ausgearbeiteten Gottesdienstmodelle auch im Internet sind als Anregungen und Hilfen gedacht. Es geht nicht darum, dass ich den Leuten eine Anleitung gebe, wie feiert man zu Hause richtig Gottesdienst, worauf muss ich da aufpassen, dass ich nichts falsch mache, sondern es geht mir vielmehr darum, zu ermutigen, dass wir als Einzelne und auch als Familie Gott gerade auch in diesen schweren und herausfordernden Zeiten Raum geben. Ich kann dazu einfach eine Kerze anzünden, die zu Hause auf den Tisch in die Mitte stellen, ein einfaches Gebet sprechen. Ich kann auch mit eigenen Worten zu Gott sprechen, mich auch
durch ein Wort aus der Heiligen Schrift von Gott ansprechen lassen und einfach über unseren Glauben auf diese Weise miteinander ins Gespräch kommen. Ich selber muss sagen, ich bin da, das ist schon fast jetzt ewig her, ich bin aber da meinen Eltern unendlich dankbar, dass sie mit uns Kindern daheim dieses Beten eigentlich tagtäglich gelebt und praktiziert haben. Heute ist das oft leider etwas verloren gegangen und ich sehe da eben das auch als Chance in dieser Krise für unsere Hauskirchen, hier wieder ja, lebendig zu werden. Das klingt nach einer sehr positiven Lösung und auch Chance. Aber dennoch, Karwoche, Ostersonntag, der höchste christliche Feiertag, steht vor der Türe und es wird keine Messe geben. Gab es so etwas schon mal, beziehungsweise was empfiehlt da der Vatikan? Also so etwas, soweit ich da richtig aus der Kirchengeschichte informiert bin, so etwas gab es, glaube ich, noch nie. Das ist ja bis jetzt einmalig in der ganzen Kirchengeschichte. Ganz ist es auch nicht richtig, dass es keine Messe gibt. Die Heilige Messe und die Liturgie dieser Tage, die wird ja gefeiert. Allerdings ohne eben, dass die Gläubigen dort auch physisch mitfeiern können. Es ist uns Priestern empfohlen, dass wir mit 4 weiteren Personen diese Tage in der Kirche feiern. Viele meiner Mitbrüder haben das auch gemacht und an ihrer Feier über Livestreams eine breite Öffentlichkeit auch mitfeiern lassen. Es gibt auch über Fernsehen die Möglichkeit, gemeinsam mit unserem Bischof, mit Kardinal Schönborn, diese Tage zu feiern. Ich habe da meinen Gläubigen auch sehr ans Herz gelegt, diese Möglichkeiten zu nutzen und ihnen auch gesagt, wenn wir dann miteinander vor dem Fernseher sitzen und da mitfeiern, dann dürfen wir uns auf diese Weise auch miteinander verbunden wissen. Es gibt darüber hinaus auch die Möglichkeit, ja, neue Ideen zu entwickeln in dieser Woche. Sozusagen, wenn eben die Leute nicht in die Kirche kommen können. Einerseits, was ich schon gesagt habe, mit der Möglichkeit der Hauskirche, zu Hause sich zusammensetzen und zu beten. Es gibt aber auch darüber hinaus die Möglichkeit, Zeichen zu setzen. Und sozusagen über die Grenzen unserer Häuser und Wohnungen hinaus ein Zeugnis auch vom Glauben zu geben, der uns verbindet und so auch Gemeinschaft und Zusammenhalt zu erfahren und einander zu schenken. Dazu gibt es eben immer wieder kreative Ideen. Da möchte ich auch in dem Zusammenhang meine Pfarrsekretärin sehr lobenswert erwähnen, Melanie Moser, die da immer wieder sich ins Zeug legt und da neue Ideen bringt und wir dann auch versuchen, die gemeinsam umzusetzen. Und so ist eine dieser Ideen zum Beispiel, dass wir anders als sonst in diesen Tagen auch das Brauchtum des Ratschens pflegen. Zu bestimmten Zeiten sind seit Gründonnerstagabend 3-mal am Tag alle eingeladen, mit einer Ratsche oder auch mit Kochtöpfen und Löffel anstelle der Kirchenglocken zum Beten einzuladen. Ich habe da schon in den vergangenen Stunden beeindruckende Fotos und auch Videos der Kinder, der Eltern, auch der Großeltern bekommen, die bei diesem Ratschen mitmachen. Und dann noch eine zweite Idee, die wir umsetzen. Es ist auch eine sehr schöne österliche Tradition, dass bei der Ostermesse auch Speisen gesegnet werden, die wir uns dann daheim beim Ostermahl schmecken lassen. Da ist das eben in der gewohnten Weise im Rahmen der Ostermesse in der Kirche nicht möglich. Aber es wird das eben anders möglich sein. Wer von mir seine Osterspeise segnen lassen will, der konnte sich bis Gründonnerstag anmelden. Diesem Aufruf sind sowohl hier in Schwadorf als auch in Rauchenwart ca. 50 Familien gefolgt. Das werde ich nun am Kasamstagvormittag und auch am Nachmittag in beiden Ortschaften mit dem Fahrrad von Haus zu Haus fahren und mit dem nötigen Abstand natürlich die Osterspeisen von der Straße aus, vom Gehsteig aus segnen. Dabei wird es dann hoffentlich, da bin ich mir auch sicher, für mich die Möglichkeit geben, das eine oder andere Wort mit den Leuten zu wechseln und dabei auch ein wenig zu erfahren, wie es ihnen geht und auf diese Weise auch manche vielleicht nach einigen Wochen wieder das erste Mal zu sehen, mit ihnen zu sprechen, ja, und so auch
ihnen ein wenig näher zu sein, als das sonst über Telefon möglich ist. Weil Sie es gerade angesprochen haben, näher zu sein, mit den Menschen widersprechen. Pfarrer ist ja auch Seelsorger. Wie sieht denn die Seelsorge im Moment aus? Naja, eben die Seelsorge beschränkt sich sozusagen momentan sehr auf Telefongespräche oder auf Gespräche in Distanz, wo man halt den nötigen Abstand einhält. Das ist eigentlich so der Hauptpunkt der seelsorgerlichen Tätigkeit momentan. Also es kann mich jederzeit jeder anrufen. Ich kann zwar nicht immer dann auch gleich abheben, einerseits, weil ich ein Gespräch führe oder so wie jetzt zum Beispiel ein Interview gebe, aber sonst versuche ich da erreichbar zu sein und auch natürlich zurückzurufen, wenn die Nummer am Handy angezeigt wird. Zurück zu Ostern. Die vorösterliche Beichte fällt aus, ist ausgefallen. Nun befinden wir uns aber in einer Ausnahmesituation. Von Nachholen kann man wahrscheinlich schwer sprechen. Wie könnte man denn das lösen? Wurde das gelöst? Was passiert da? Ja, zum einen kann ich auf diese Weise sehr viel auch am Telefon machen, indem ich den Leuten zuhöre, indem ich den Leuten die Möglichkeit gebe, dass sie eben über das, was sie belastet, einfach sprechen und so auch ihr Gewissen ein wenig erleichtern. Zum anderen ist vom Vatikan her auch die Möglichkeit zur Generalabsolution gegeben worden, dass sonst nur in unmittelbarer Todesgefahr möglich ist. Freilich obliegt das jetzt noch einmal den lokalen Bischöfen, dass sie das jetzt auch sozusagen für ihre Diözese freigeben. Bei uns gibt es jetzt unmittelbar so eine Anordnung nicht. Aber ich denke, dass eben durch das Gespräch und das, was ja bei der Beichte sehr, sehr wichtig ist, dass man eben zeigt, Gott zeigt, dass mir meine Fehler, mein Versagen, meine Schuld leid tut, dass ich das bereue und mich auf diese Weise eben von ganzem Herzen Gott wieder zuwende. Das ist so das Wichtige der Beichte. Und eine sakramentale Lossprechung in diesem Sinne, die lässt sich in Anführungszeichen auch nachholen. Also sobald die Maßnahmen gelockert sind, können sich die Leute gerne mit mir eben zusammensetzen und ich kann ihnen dann auch diese Lossprechung zusprechen und so ihnen dieses Sakrament auch spenden. Wie verhält es sich denn mit zukünftigen Feierlichkeiten, Erstkommunion, Firmung? Das würde ja alles vor der Tür stehen. Wie sieht da die momentane Lage aus? Naja, da sind wir leider auch an das diverse oder an das Veranstaltungsverbot gebunden, das eben die Bundesregierung erlassen hat. Deswegen müssen momentan all diese Feiern verschoben werden. Ich habe erst kürzlich in einem Fernsehinterview von unserem Bundeskanzler gehört, der das auf eine Anfrage eines Hörers bestätigt hat, dass eben vorerst bis Ende Juni keine Erstkommunionsfeiern, keine Firmungen, auch keine Tauffeier und keine Hochzeit möglich ist, weil all diese Feiern unter dieses Veranstaltungsgebot fallen, also Veranstaltungsverbot fallen. Ja, aber wir werden, sobald eben die Maßnahmen sich geändert haben, das nachholen und dann natürlich auch entsprechend wunderschöne Feiern eben mit den Leuten machen. Begräbnisse, Trauerfeiern lassen sich ja nur schwer verschieben. Wie geht man da vor? Ja, was die Trauerfeier anbelangt, so sind eben zurzeit nur Begräbnisse im kleinsten Kreis direkt am Grab möglich. Ich nehme davor eben mit den Angehörigen, vor allem mit den nächsten Angehörigen, telefonischen Kontakt auf. Versuche auf diese Weise auch Trost zu spenden. Versuche mir ein wenig auch dem Leben des Verstorbenen erzählen zu lassen, vor allem auch dann, wenn ich die Person selber nicht sehr gut gekannt habe. Und dann ist eben das Begräbnis direkt am Grab mit eben vier weiteren Personen, die da mit mir sein dürfen. Und die Trauerfeier als solches, wo alle Familienangehörigen, alle Freunde, Bekannten
Nachbarn zusammenkommen können. Diese Feier werden wir dann nachholen, eben auch sobald die Maßnahmen gelockert sind und sobald das auch wieder möglich ist. Ich habe hier auch durchaus vor, dass wir diese Feier dann bei uns am Friedhof veranstalten werden und dann auch die Möglichkeit haben, dass wir hinausgehen und das Grab des Verstorbenen, der Verstorbenen auch besuchen, um hier auch noch gemeinsam ein wenig zu verweilen. Zu guter Letzt noch gehen wir weg von den traurigeren Themen und wenden uns wieder etwas Positiveren zu. Haben Sie denn noch Osterwünsche, die Sie unseren Zuseherinnen und Zuseher auf diesem Wege zukommen lassen möchten? Ja, mein Osterwunsch ist vor allem, dass die Leute zu Hause in der Familie Ostern feiern, dass sie dabei auch die Freude erleben, die Freude einander schenken, die durch Ostern in diese Welt gekommen ist, die Freude an der Auferstehung Jesu, die Freude am Leben. Ich glaube, es ist gerade auch jetzt, wo die Tage so schön sind, wo der Frühling erwacht, wo alles mehr und mehr wächst und auch blüht, dass das eine ja, wunderbare Möglichkeit ist, hier auch die Freude an der Natur einander weiterzugeben. Und so auch, die Natur ist ja ein Geschenk Gottes, auch hier die Freude am Leben zu erfahren, zu spüren und diese miteinander zu teilen und so Ostern in einer ganz besonderen Form, aber auch ganz besonders intensiv miteinander zu leben. Ich denke, dass wir, auch wenn Ostern sozusagen in der Kirche, im Kirchengebäude ausfällt, wir zu Hause das Leben feiern dürfen, wir feiern sollen und so in der Familie erfahren, wie schön eigentlich das Leben ist. Vielen herzlichen Dank, Herr Kager, für dieses Gespräch und für diese schönen Worte. Ich wünsche Ihnen noch viel Energie, bleiben Sie gesund und danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Dasselbe wünsche ich auch. Bleiben Sie gesund, bleibt ihr alle gesund und ich freue mich riesig, wenn wir uns dann in der Kirche hoffentlich bald wiedersehen und miteinander dann auch wieder richtig feiern können. Danke. Das war die heutige Ausgabe von Schwadorf Spezial. Beim nächsten Mal spricht mein Kollege Hannes Wappel mit Kerstin Kellner. Kerstin Kellner ist die Initiatorin der Hilfsgruppe für Risikomenschen. Wir sehen uns dann nach Ostern wieder. Ich wünsche Ihnen ein frohes Osterfest und einen braven Osterhasen.